So, YouTube, hallo und herzlich willkommen zu Captain of Industry. Ich wollte Workers and Resources sagen, aber nein, es ist Captain of Industry. Wir sind ein richtiger Captain und ja, wir haben ordentlich was gebaut, nicht? Die Kohle haben wir automatisiert. Wohnraum ist überfüllt. Ja, das ist nicht schlecht, denn wir haben ja die Arbeiterunterkünfte. Und ich würde sagen, dann verbessern wir die einmal. Dann passen nämlich anstatt 70 130 rein. Also ein paar mehr. Und das Problem ist, glaube ich, das Leuchtfeuer, dass wir das anhatten. Aber wir haben wieder 43 Arbeiter. Das ist gut. Das Holz hier hinten ist weg. Auch sehr schön, weil das bedeutet, ja, irgendwie sind die Bäume hier trotzdem nicht weg. Das bedeutet, dass wir eine Rohrleitung legen können. So. Warum? Was macht der da? Warum geht der da nicht gleich wieder hoch? Das ist ja merkwürdig. Hä? Warum ist das höher als normal? Ist das 4 hoch? Gehen Wasserleitungen 4 hoch? Dann habe ich Mist gebaut. Er will hier runtergehen. Aber warum ist er denn? Also er kann so hoch. Er geht hier runter. Hier geht er hoch. Jetzt. Okay. Aber das ist doch kacke hier. Ich weiß nicht, was er hier gemacht hat gerade. Also manchmal ist das Spiel unergründlich. Jetzt bitte nochmal von dort nach dort. Immer ein bisschen besser. Das hätten wir noch eins dichter ranmachen können, aber vielleicht geht irgendwann noch ein zweites Rohr drüber. Dann haben wir das schon mal vorgesehen. So, das heißt, in dem Lager kommt genug Wasser dann in Zukunft an. Das heißt, die beiden sind auch versorgt. Hier hinten, die brauchen auch Wasser. Jetzt ist so die Sache. Wir könnten das Wasser hier rüberbringen. Von der Pumpe. Was hält uns auf? Nix, oder? Okay. Dann kommt da hinten auch Wasser stetig an. Dann haben wir da zwei Speicher dazwischen. Und wenn mal mehr gebraucht wird, dann haben sie das. Ist auch unabhängig. Das heißt, wie bei Worker and Resources, ist getrennt jetzt bei uns. Das ist doch schön. So, Wasser füllt sich. Hier ist jetzt auch endlich mehr Wasser drin. Die Pumpe arbeitet. Wenn wir mehr Wasser brauchen, können wir hier noch eine Pumpe dazu hinfügen. Die Wasserspeicherdinger, die können eigentlich weg. Brauchen die Arbeiter? Nö. Ihr braucht Arbeiter, ne? Zwei. Ihr nicht. Oh, nö. Dann als Notfallding lassen wir die auf jeden Fall da. Würde ich erstmal sagen. Hier kommt gar nicht genug Wasser rein. Wow, und die Siedlung 2. Das sind ja richtige Luxuswillen inzwischen. Okay, das ist wirklich ein Improvement. Das kann man ja wirklich schon fast als Stadt bezeichnen bei den hohen Häusern. Das ist ja fast schon zu hoch.
Aber verbrauchen die so viel Wasser? Die brauchen mehr als ein Lebensmittel jetzt. Elektrizität haben die nicht. Haben die überhaupt einen Elektrizitätswerkanschluss? Sowas haben wir doch gar nicht. Das müssen wir also auch noch erforschen. Apropos erforschen, vielleicht sollten wir auch irgendwas forschen. Da unten Korn, das wäre wichtig. Verbrennungsanlage, Energieerzeugung. Klingt gut. Entdecken Sie eine Öbo-Insel durch Ihr Schiff. Okay. Mannschaft entlassen. Wie ging das hier? Eine Öbo-Insel. Die ist definitiv da. Schiff. Tötet. Viel Spaß. Jetzt haben wir ja auch genug Benzin auf Halde. Das heißt, wenn er kommt, dann kann er sich betanken. Das ist dann kein Problem. Wir haben genug Gummi hergestellt. Genug Kohle kommt hier an bis hier vorne. Sehr, sehr geil. Und der trägt das auch schon wieder voll. Eisen läuft hier hin. Kupferplatten laufen nach vorne. Was fehlt dir? Dir fehlt noch Kohle. Ja, wartet mal. Also wenn hier Kohle rauskommt, dann kriegt der doch da jetzt Kohle, oder? Von uns. Ja. Und da brauchen wir wieder das U-förmige Ding. Und ja, laufen wir am Wasser entlang, oder? Kommen wir hier sicher durch? Ja. Kommen auf jeden Fall durch. Das ist ja schon mal was. Ich achte jetzt nicht auf diese Durchfahrt-Dinger. Ah, wenn ich das so mache, kommen wir nicht rum. Okay, da müssen wir hin. Oh, wer brauchte Kohle? Du da hinten. Sicher brauchen nachher auch noch andere Kohle, dann ist es gut, dass wir das hier haben. Bis hierhin einmal. Dann wahrscheinlich bis da, reicht das? Ja, perfekt. Und dann würdest du Kohle dauerhaft kriegen. Dann bräuchten wir da auch kein Auto mehr. Auch gut. Sind wir da auf der sicheren Seite. Genug Platten erzeugen wir. Dann haben wir einen wunderschönen Kreislauf geschaffen schon. Jetzt ist hier auch Wasser endlich voll. Hier nicht. Warum nicht? Das läuft in die falsche Richtung. Bist du ein Ausgang? Du bist ein Ausgang. Oh. Da hinten ist der Eingang. Ja gut, ich meine... Das kann auch jedem mal passieren. Okay, aber von dem aus funktioniert's. Da nach da, da nach hier. Hier ist der Eingang und da sind die Ausgänge. Okay, hier habe ich es richtig gemacht. Weil der andersrum ist, nicht? Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, das war ein Ausgang. Ja gut, ja gut. Das Schiff hat keine Befehle. Ortserkunde, nichts gefunden. Ja, dann... Nicht genug Kraftstoff. Dann nach Hause? Neu hier ist es irgendwie zig Kilometer weit gefahren. Und jetzt auf einmal reicht's nicht. Die Kohle rennt jetzt super schnell erstmal leer, nicht? Weil der Vorrat aus Förderband geht. Die Erde schon wieder alle. Oh, 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 oh. Dafür haben wir genug
Ziegel, aber nicht genug Erde grundsätzlich. Müssen wir echt uns drum kümmern. Sieben? Warum auf einmal sieben? Ich bin hier auf Ebene 3, auf einmal geht er runter auf 7. What the fuck? Ach so, weil du hier auf 7 auf einmal gehst. Anstatt auf 3 oder sowas. Oh, dann haben wir da auf jeden Fall auch noch Erde, die wir abbauen können. Könnten wir auch noch abbauen. Auf 5? Bist du hier auf 7 runter? Also, manchmal ist manchmal schwierig. Was ist hier überhaupt für eine Kante? Wir hier gerade eigentlich haben. Eins tiefer. So. Und hier wollen wir... So. Oh, dann kann ich es sich ein bisschen ordentlicher machen. Das gleiche hier. Hier können wir auch nochmal Erde... Oh, da muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht weghaue. Ja, das wäre schlecht. Ist mir ja auch noch nie passiert. Zumindest hat es keiner gesehen. Das ist nämlich sehr gut gewesen. Von 5 auf 9? Nee, auf 6, nicht? Okay, und jetzt aber auf... Warum ist das? Warum auf 7? Manchmal verstehe ich nicht. Ich bin auf 6, auf einmal geht er auf 7 hoch. So. Dann muss ich manuell auf 6 hochgehen. Dann kann er da noch Erde rausholen. Der eine Bagger hat ja Priorität. Ja. Dann kann der hier auch noch Erde rausschaufeln. Sehr gut. Das heißt, hier muss auch keiner mehr irgendwas hinbringen. Jetzt haben wir hier auch Wasser voll. Jetzt funktioniert das richtig rum. Hier kommt genug Wasser rein. Hier sind genug Ziegel drin. Wir haben kein Holz mehr. Oha. Wir brauchen Holz. Ich weiß nicht. Falsche Ding schon wieder erwischt. Ah, manchmal klicke ich. Weiß ich nicht. Ab wann? Ah, ich glaube, ich verklicke mich, glaube ich, wenn ich so ein komisches Symbol am Zeiger habe manchmal. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. So, das Ganze hier könnt ihr mal wegholen. Schiff ist wieder da. Okay, Schiff kann wieder losfahren. Dann lassen wir es dahin fahren. Tschüss. Endlich habt ihr was zu tun. Konnte nicht alle Kartoffeln ernten, das ist auch noch okay. 410 Leute können bei uns wohnen, das ist auch okay. Wir haben noch 58 Arbeiter übrig, das reicht locker. Das reicht noch eine Weile. Außer die neuen Industrien brauchen sehr viele Arbeiter. Okay, ein bisschen Erde haben sie ja noch. Wegkarte. Was hat der gefunden? Frachtschiff. Reparieren. Oh, keine Ahnung.
Versuchen wir es einfach. Und weiterfahren. Er kann anscheinend noch fahren. Und WB normal, man. Ja, du musst hier jetzt aber mal sputen. Dein Förderband ist schon leer gelaufen. Ah, endlich ein bisschen Erde. Ja, habe ich zu lange wieder vergessen, dass wir Erde brauchen. Jetzt haben wir natürlich ein Auto, was nicht... Oder die Autos können nicht fahren, weil die halt erstmal leer werden müssen. Sehr gut. Jetzt klappt das besser. Der Bagger hat immer noch Erde als Priorität. Einsammeln. Finde eine Ölbohrinsel. Haben wir geschafft. Sehr schön. Da ist eine Ölbohrinsel. 240. Wir beginnen die Reparatur und sagen dem Schiff zurück nach Hause. Ist schon auf dem Weg. Okay, sehr schön. Was ich hier nicht so mag, ist der Kontrast zwischen den Elementen. Manchmal fällt einem nicht auf, also die Übersichtlichkeit an sich ist gut, aber zum Beispiel die Kohle, aus manchen Winkeln sieht man gar nicht, ob da welche drin wäre oder nicht. Nicht von hier zum Beispiel. Klar sehe ich die Häufchen, aber wenn nichts drin ist, gut, wir haben jetzt nichts, wo nichts drin ist, dann fällt das halt nicht auf. Zumindest nicht sofort. Hier, das fällt zum Beispiel sofort ins Auge. Oder hier. Da ist der Kontrast relativ gut. Aber so bei diesen dunklen Sachen oder auch hier bei den... Wenn die Sonne raufscheint, okay. Wenn die Sonne aber weg ist, dann ist es wieder schwer zu erkennen. Oder auch hier. Die Dinger sieht man fast gar nicht. Also da muss man schon den roten Punkt da drauf wirklich fokussieren, finde ich. Und in Rohren wie dem hier, da sieht man halt auch nicht, ob was drin ist, ohne weiteres, nicht? Da musst du immer hier gucken, dazwischen. Oh, Schiff ist angedockt, sehr schön. Energieerzeugung 2 ist erforscht worden, das ist super. Dann erforschen wir weiter. Intelligente Förderbandsortierung, Förderstreckenausgleich, individuelle Oberflächen, Absetzer, Schiffswaffen. Okay, in die Richtung hilft uns nichts, aber das Wartungsdepot wollte er doch, dass wir das erforschen. Machen wir das doch. So, was brauchen wir? Den Heizkessel. Ah, wir lesen erstmal wieder. Oh, da ist aber viel passiert. Oh, da müssen wir aber viel lesen jetzt. Dann fangen wir mal an. Mit dem Frachtschiff. Das fand ich am spannendsten. Das haben wir ja gefunden. Ein Frachtschiff ermöglicht es, Produktlieferungen von Minen oder Ölbohrinseln der Welt zu automatisieren. Das Schiff muss auf der Weltkarte entdeckt, repariert oder gekauft werden. Gefunden und repariert. Es kann also nicht direkt auf ihrer Insel gebaut werden. Sobald ein Frachtschiff erhalten haben, können sie ein Frachtdepot auf ihrer Insel bauen. Das Schiff wird dort automatisch anlegen. Okay. Die Anzahl verfügbar reparierter Schiffe und die Anzahl der entdeckten Schiffe wird oben in der Benutzeroberfläche angezeigt. Okay. 0 von 1. Ein Frachtdepot kann erst erforscht werden, sobald das erste Frachtschiff auf der Weltkarte gefunden wurde. Okay, das erklärt einiges. Die Depots können an der Küste auf ihrer Insel gebaut werden. Beim Platzieren eines Frachtdocks werden sie gestreifte Muster sehen, die in das Meer hineinragen, welche den Zugang des Schiffs anzeigen. Sie müssen sicherstellen, dass mindestens ein Gebiet grün ist. Dies zeigt an, dass das Schiff in der Lage sein wird, anzulegen. Seien Sie vorsichtig, dass dieses Gebiet nicht mit anderen Gebäuden wie Depots oder Meerwasserpumpen blockieren. Oh, ich hoffe, das funktioniert nicht nachträglich. Es wäre schon blöd, wenn das Spiel das zulassen würde. Ein Frachtdepot benötigt Module, um in der Lage zu sein, Produkte zu lagern oder zu transferieren. Es gibt Module für jedes Produkt und können an einzelnen Depots frei kombinieren.
Diese Module legen fest, welche Produktarten Ihr Schiff importieren oder exportieren kann. Sie müssen diese Produkte manuell zuweisen. Diese Module haben ebenfalls Ein- und Ausgangsanschlüsse, an denen Sie Förderstrecken anschließen können. Puh. Okay, sieht man ja. Das kann noch was werden. Ein Frachtschiff wird automatisch ablegen, wenn es genug Fracht auf der Wegkarte gibt, um das Schiff zu befüllen. Eins. Wo ist eins? Ein Schiff kann Fracht von jedem Objekt auf der Wegkarte aufnehmen. Jede Fahrt des Schiffes hat feste Kraftstoffkosten, 2, welche davon abhängen, wie groß das Schiff ist. Okay. Die Verbesserung des Frachtdepots wird ebenfalls auf das zugewiesene Schiff verbessern. Dies erhöht die Menge der Frachtplätze und die Menge an transportierten Materialien. Größere Schiffe sind effizienter im Kraftstoffverbrauch. Okay, das hier wird nicht erwähnt, die 3. Okay, alter Screenshot, alter Erklärung, keine Ahnung. Gebäude auf der Weltkarte. Wenn Sie zum ersten Mal eine Mine entdecken, müssen Sie sie reparieren, bevor Sie sie ausbeuten können. Jawohl! Arr. Wählen Sie dazu das Minensymbol auf der Karte aus und klicken Sie auf Reparatur beginnen. Haben wir. Die Werft wird nun die Möglichkeit haben, die Vorräte zu laden, die zur Reparatur des Gebäudes erforderlich sind. Sobald sie geladen sind, müssen sie von ihrem Schiff geliefert werden, um mit der Reparatur beginnen zu können. Alles klar. Gebäude in der Welt haben ein Konfigurationsfenster. Wenn sie auf der Weltkarte ausgewählt werden, sie können die Produktionsstufe 2 auswählen, welche die Produktionsrate bestimmt. Dies beeinflusst aber auch, wie viele Arbeiter benötigt werden, um dort zu arbeiten. Ah. Und damit verbunden die Kosten an Einigkeit. Ah, alles klar. Sie können die maximale Produktionsstufe erhöhen, indem das Gebäude verbessern. Notfällen können Sie Ihre Fracht auf Ihr Schiff laden, wenn es vor Ort ist. Okay, Frachtschiff haben wir. Kriegen wir hin. Was haben wir noch? Krisenbewältigung. Was? Krisen? Was für Krisen? Bei mir gibt es keine Krisen. Krisen werden niedergeschlagen. So ein Ding ist das. Von Zeit zu Zeit könnte Ihre Insel in Krisen geraten. Ein Diktator gerät nicht in... Ich meine, ein Demokrat, wie ich es bin, frei gewählt, aus freien Stücken des Volkes, wird doch keine Krisen haben. Kraftstoff geht zur Neige. Ach was. Keine Energie, wenig Wartung. Selbstverständlich ist es niemals Ihr Fehler. Na, seht ihr? Das wollte ich doch wohl meinen. Es wird immer von den Menschen auf der Insel verursacht, die ihre Arbeit schlecht machen. Jawohl. Der Tutorial-Text kennt mich. Allerdings gibt es Wege, einige der Probleme frühzeitig zu verhindern. Ach, nee, das löst Zukunfts-Larry. Ihr wisst es ja. Anheften wichtiger Produkte. Sie können Produkte, die auf der rechten Seitentafel angezeigt werden, anheften, losheften. Durch Klicken auf diese Tafel wird die globale Statistik aufgerufen, welche das Inventar Ihrer Insel zeigt. Klicken Sie auf das Pinselbohr, um bestimmtes Produkt dauerhaft anzuzeigen. Okay, das wissen wir inzwischen. Lagerwarnung. Es ist ratsam, Lagerwarnung für Produkte wie diese oder Produkte, die wichtig für Wartung oder Siedlungsdienste sind, einzurichten. Frühzeitig informiert zu werden, gibt Ihnen Zeit zu reagieren. Sie können auch für den Krisenfall zugeordnete Lager einrichten, die diese mit Notvorräten füllen und für den Export deaktivieren. Bei dieser Methode haben Sie Notvorräte, wenn Sie die brauchen. Gut, bei Strom aktuell schwer, aber beim Rest verständlich. Die meisten Ihrer Maschinen und Gebäude eine Priorität zu weisen. Je kleiner die Nummer, desto höher. Okay, das wissen wir schon. Und deshalb wahrscheinlicher bekommen Sie Energie, Einigkeit, Arbeiter, Wartung mehr. Deshalb ist es auch ein ausgezeichnetes Mittel, die wichtigste Infrastruktur auf eine höhere Priorität zu haben. Luft. Sätze schwer. Da muss ich echt was trinken zwischendurch. Da wird der Mund ganz trocken bei den ganzen Texten. Das Ausgehen der Energie ist kein Spaß. Das wissen wir, wir mussten schon mal neu laden. Es gibt einige Wege, das zu verhindern. Der erste Schritt ist das Einrichten von Alarmen. Ja, okay. Blablabla, zum Beispiel Kohle-Wasserspeicher, Heizkesselversorgung, Dampf, blub. Auf diese Weise werden Sie, dass Kohle oder Wasser knapp wird, informiert, bevor die Energieversorgung zusammenbricht. Ja.
Sie können ebenfalls einem Lager, das Ihr Kraftwerk versorgt, eine höhere Priorität zuweisen. Sie müssen zuerst den vollen Haltenschieberegler von der Normalposition bewegen. Okay, das kennen wir. Ansonsten werden Sie nicht die Prioritätsauswahl sehen können. Ah, okay. Ah, okay, wir stellen... Jetzt verstehe ich es. Wir stellen das auf grün in dem Lager. Die Autos befüllen es bis dahin. Und übers Förderband geht es aber immer raus, weil Förderbänder sagen, ohne Priorität. Aber dadurch, dass es eine höhere Priorität hat, bis zu diesem Level befüllt zu werden, liefern die Fahrzeuge es erst dahin. Okay, ist so ein kleiner Hack vom UI quasi. Der robusteste und teuerste Aufbau ist es, ein Reservekraftwerk wie in der realen Welt zu besitzen. Dies kann zum Beispiel eine Reihe von Dieselgeneratoren sein, die bereit sind einzuspringen, wenn die Leistung abfällt. Dies wird standardmäßig funktionieren, da ein Dieselgenerator eine geringere Priorität hat als die Standardgeneratoren, die an Turbinen angeschlossen werden. Sie können die Priorität der Stromerzeugung für die Generatoren selbst festlegen. Beachten Sie, dass Maschinen weniger Wartung benötigen, wenn sie untätig sind. Im Falle eines schweren Notfalls können Sie die Maschinen eine Leistungssteigerung geben. Dies ermöglicht Maschinen bei monatlichen Kosten von Einigkeit ohne Strom zu arbeiten. Ah, das hätte ich wissen sollen. Und jetzt noch das Kohlekraftwerk. Das ist richtig Theoriestunde heute. Die effizientere Weise, Strom zu erzeugen im Vergleich zu Dieselgeneratoren, ist das Kohlekraftwerk. Das Verbrennen von Kohle in Heizkesseln wandelt Wasser in Dampf um. Aber wir haben doch Rohöl. Wäre es nicht einfacher, Rohöl in ein Ölkraftwerk zu stecken, anstatt Kohle in ein Kohlekraftwerk? Oder aus dem Rohöl Diesel zu machen und Generatoren zu betreiben? Ah, okay. Weiß nicht, ob die Effizienz... Aber bei City Skylines und SimCity war das Ölkraftwerk eigentlich immer das Effizientere, ne? Und das Bessere, weniger Dreck und so. Das Verbrennen von Kohle in Heizkesseln wandelt Wasser in Dampf um. Dieser Dampf treibt Turbinen an und transferiert mechanische Energie über eine Welle an angeschlossene Stromgeneratoren, welche daraus Elektrizität erzeugen. Es spielte keine Rolle, in welcher Reihenfolge Sie Turbinen und Generatoren platzieren. Solange Sie an einer Welle angeschlossen sind, arbeiten Sie zusammen. Okay. Das sieht aus wie einfach eine sehr große alte Dampfmaschine. Es spielt keine Rolle, bla bla bla. Generatoren erzeugen keine Elektrizität, wenn es keinen Bedarf gibt und ignorieren die Energie von der mechanischen Welle. Allerdings stoppen die Turbinen nicht, wenn die Welle mit voller Leistung dreht. Stattdessen lassen sie den Dampf durch, was bedeutet, dass etwas Energie verloren geht. Um dies zu bekämpfen, können sie Schwungräder nutzen, welche an der Welle angeschlossen sind. Es speichert mechanische Energie in Form von Trägheit und gibt diese ab, wenn Leistung benötigt wird, ähnlich wie bei einer Batterie. Ein Schwungrad kann in Kombination mit der Einstellung automatischer Ausgleich an Turbinen eingesetzt werden. Sobald aktiviert, werden Turbinen automatisch abgeschaltet, wenn die verbundene Welle die maximale Trägheit erreicht. Und wieder eingeschaltet, wenn die Trägheit niedrig ist. Das Schwungrad hilft, die maximale Trägheit einer Welle zu erhöhen, damit das System effizienter wird und vermeidet den Energieverlust durch den langsamen Anlauf der Turbinen. Bitte was? Bitte wer? Bitte wo? Das muss ich, glaube ich, erstmal verdauen. Heieieiei. Können wir das hier eigentlich... Ah, das sind die ganzen Forschungen, Wartung. Okay, das können wir doch alles wegmachen hier, die ganzen Nachrichten. Neue Flüchtlinge, bla 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 bla. Kapitänsbüro, synthetisches Gummi, Standort erkundet, Betonproduktion, Grundwasserpumpe, Flüchtlinge, Unterkünfte... Standort, Energieerzeugung 2, bla 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 bla. Ja. Ah, sehr gut. Dann haben wir das schon mal bereinigt. So, dir muss ich sagen, du sollst noch beladende Schiffe starten. Da. Dann kriegt er nämlich jetzt Stahlplatten. Sehr gut. Und da wir ein Kohlekraftwerk bauen werden, würde ich sagen, bauen wir ein zweites Kohleschüttgutlager. Wo bauen wir das denn hin? Wie groß ist es, ist die bessere Frage. So, Unterkünfte 2, warum ist es noch markiert? Die hatten wir doch schon.
Hochofen. Das ist hier Heizkessel. Okay, ich glaube, bei dem ist wichtig zu wissen, wie groß der ist. Den können wir hier hinsetzen. Der braucht Wasser. Das ist super, weil wir haben hier Wasser. Okay, dann kommt hier unser Kraftwerk in die Mitte. Was haben wir noch? Also ein Heizkessel, den Betonmischer, nee. Brecher, Drehbohrer, nee. Dann eigentlich nur das Stromrad und das Schwungrad. Das ist nicht so groß. Das ist Medi und das ist Medi. Okay, das finde ich gut. Dann kommt hier unser Kraftwerk hin, was auch sehr gut ist, weil wir hier dann die zweite Kohle einfach aufbauen können. Und die können wir nämlich schon vorbereiten. Zack. Obwohl hier ja Kohle eh lang geht. Interessant. Aber ich würde das Kraftwerk lieber getrennt haben. Machen wir die, ja, so eher zentral. Boah, oder? Warte. Falsch rum. Ich habe wieder falsch rum gebaut. Oh, das ist wie bei diesem Travel, wo ich einfach nicht hinkriege, was ist, nicht? Und ich muss hier aufpassen, aber hier ist ja der Turm im Weg. Das heißt, das reißen wir eh nicht ab. Das sollte passen. Okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir dann endlich unsere Produktion auf. Bis gleich.